Hi Leute, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Tiger Woods PGA-Tour 09. Und wir sind zurück und spielen jetzt den zweiten Turniertag beim AT&T Pebble Beach National Pro-Am Turnier im Pebble Beach Golf Club. Golf Links, Verzeihung, in Pebble Beach, Kalifornien. Und dann spielen wir jetzt den zweiten Tag. Den ersten haben wir ja recht erfolgreich abgeschlossen. Ja, und machen jetzt einfach mal weiter. Immer so zwischendurch mal ein bisschen Golf spielen, so 4 Folgen, a 2 Turniertage, beziehungsweise 2 Turniertage, a jeweils dann 4 Folgen. Ja, und dann schauen wir einfach mal. Welcome to round 2 of this PGA Tour event at famed Pebble Beach. Genau. Willkommen zur Runde 2 in Pebble Beach Golf Club. So, also wir sind auf minus 6 hier beim... Hier beim ersten Schlag, schauen wir uns mal an, wo der hingeht. Nö, das ist natürlich jetzt dämlich, weil da ist eine Menge Wind. Mal schauen, ob wir da hinkommen oder ob wir da direkt in den Sand hauen. Beim ersten Abschlag hier. Well, sometimes you just can't tell where the ball's gonna land. Ja, das macht aber nichts. Er ist nämlich auf dem Fairway gelandet, ist schön vom Rough da wieder reingesprungen ins Fairway. This looks to be about 100 yards. Ja, dem können wir ruhig ein bisschen fester aufziehen, allerdings nicht dahin, sondern mehr so. Und dann gucken wir einfach mal. He knows he hit this one well. Look at that smile. Ja gut, bisschen viel Spin drauf gehabt. Der rollt ja fast wieder vom Grün runter. A nice little fillet bisschen there. Bisschen viel Spin drauf gehabt. Aber trotzdem green in regulation. This for birdie. Na, schauen wir einfach mal. Oh je. Yeah. Und fester. Also, ob das ein Birdie wird, kann ich euch nicht versprechen, Freunde. Nur einfach mal gucken. I'll tell you what, this looks good. Sehr schön, erstes Loch Birdie gespielt am zweiten Tag. Gar nicht übel, damit sind wir Zweiter mit minus 7. Ja. Wir haben aber erst ein Loch gespielt und Trahan, der Führende, ist schon fertig. Der hat also Tag 1 wie Tag 2 68 Schläge gebraucht. Insgesamt 136. Wir liegen momentan bei 69. If you find the fairway on this short par 5, you might be able to reach the green in 2. Another So, dann gucken wir mal, ob wir mit dem großen Eierlöffel da... 27 km/h! Meine Güte! Ja, war trotzdem noch okay. Trotz des Seitenwindes haben wir den auf 242 Meter gekriegt. Give it a ride. It's about 210 yards to the green. Jetzt mit dem Fünferholz einfach mal raufhauen. Ja, der kommt. Hüpft auf jeden Fall aufs Fairway. Hätten wir ein bisschen fester gekonnt, dann wären wir auf dem Green gewesen mit dem zweiten Schlag. Aber man muss ja nicht immer und überall Eagles spielen. So, jetzt gucken wir mal, vielleicht können wir den ja reinschippen. Sehr windig, seht auch da hinten an den Bäumen. Die natürlich nicht so toll aussehen, weil ihr dürft nicht vergessen, das ist ein Xbox 360. Been very consistent with the pitch shot and today is no exception. Schöner Pitch. Needs to roll this in for a share of the lead. Mama, ob wir den reinkriegen. Very nice indeed. Zweites Birdie hintereinander.
Und damit sind wir auf einem geteilten ersten Platz. Mit minus 8 nach 2 Löchern am zweiten Tag. A slight draw around the corner of this dog. Ja, ist ja okay mit deinem slight draw und dogleg und was weiß ich nicht noch alles. Also ihr seht, wir spielen hier auf dem weißen Abschlag. Ja? Wenn wir dann richtiger Profi sind, spielen wir noch zwei Abschläge weiter hinten auf dem schwarzen Abschlag. Dann sind natürlich die Löcher noch viel länger. So, ich stelle da jetzt ein bisschen Draw ein, weil wir haben 32 kph Rückenwind, wie ihr da seht. Den muss man auch nicht ganz so fest aufziehen. Ihr seht, dahinter gibt es noch den blauen und den schwarzen Abschlag. Ja, der passt doch. Ist doch schön aufs Fairway gefallen. So, wunderbar. Haben wir doch den Wind gut mit einberechnet. Und dann haben wir das Dogleg auch weg. Ist doch perfekt. Weiß gar nicht, was ihr habt. The pitching wedge is the right club here. Ja, den müssen wir aber nicht ganz so fest aufziehen, das reicht, weil, wie gesagt, hat ja 32 kph Rückenwind jetzt der Ball. Ja, der war noch fast zu fest, aber er liegt auf dem Grün. Damit wieder mal Green in Regulation. This to take over the lead. So, und wenn wir den jetzt lochen, gehört uns die Führung. Sehr ruhiges Green, nicht viel Break drin. Viel zu fest. So, probieren wir mal. Nicht allzu fest. Und der verhungert. It's in the cup. Fällt. Und wieder mal ein Birdie. Und ich mache hier jetzt einen ganz kleinen Cut. Ja, wenn wir hier stehen, entschuldigt mich. So, da sind wir wieder. A long iron or three wood to carry the. Ja, ein langes Eisen oder ein Dreierholz empfiehlt der Sprecher hier. Wir empfehlen das, was wir in der Hand haben, nämlich einen 9,5 Grad Driver, dass wir den auch ordentlich, ihr schaut, mit 28 km/h Rückenwind vielleicht mit dem ersten Schlag aufs. Oh nein! Den haben wir gehuckt, der war nix. Der geht weg. Well, there's no need to panic here, hopefully. Well, this ball's in good shape. Scheiße, den habe ich gehuckt. Das war nicht so der Brüller. Ja, fast. Fast bis aufs Green. Gefällt mir jetzt gar nicht. Jetzt mache ich wieder dummes Zeug hier. Fest. Die Richtung war okay. Die Richtung war okay, aber looking to knock this in for par. So, dann machen wir hier mal nur ein paar, würde ich behaupten. So, das breakt aber ganz schön nach links jetzt. Nine under par for the tournament. Paar gespielt, bleiben wir auf minus 9. Ist okay. Ja, minus 9 und damit alleiniger Erster nach dem vierten Loch hier. Open for play in November of 1998. This spectacular new edition is sure to. Ja, ist ja okay. Die neue Edition ist spektakulär. Ich zeig dir, was hier spektakulär ist. Ja, da müssen wir hinspielen. Mit leichtem Draw. There was still some work left to be done. Putting now for birdie. Green in regulation. Aber ich hätte ihn gern ein bisschen näher am Cup gehabt. Weil ihr seht, das Green breakt auch ganz schön nach oben. Ja. Na, schauen wir mal. Ich benutze natürlich die Putt Preview, aber geht ja nur einmal, um zu schauen. Sometimes golf just isn't fair. Doch nur mal ein bisschen. Nein. Egal, spielen wir hier auch wieder Paar. Also ich benutze natürlich die Putt Preview auch nur, wenn es wirklich nötig ist. Ne? Und natürlich, wenn dann auch nur einmal. Nine under par for the tournament. Dann auch rein. So, dann haben wir auch gespielt.
Weil es gibt natürlich Leute, die sagen, mit Putt-Video ist ja einfach, kann ja jeder. Ja? Aber du musst dich mit so einem Golfspiel natürlich auch auseinandersetzen. Und the best spot to put your tee shot here on this par 5 is the left set. Ja? Und zwar ist es nicht immer so einfach, hier die ganzen Annäherungen spielen zu können. So. Den spielen wir jetzt mit einem, nee, mit zwei Draws dahin. Und mit ordentlich Wucht und Saft darunter. Ja. Der war recht weit, 279 Meter. Jetzt sind es nur 160 bis zur Fahne. Four iron should be good in this wind. Bleiben wir aber nicht in dem scheiß Baum hängen. Hoffen wir es zumindest mal. So. Ne, diesmal bleiben wir nicht im Baum hängen und der kommt gut. Ja, viel zu fest, viel zu fest. Der geht ja hinten vom Green wieder runter. Hätte ein bisschen kürzer sein können, aber ich wollte halt den Baum vermeiden. Ja, da muss er hin. Schön. Das war eine schöne Annäherung. Green in Regulation. This is all that's left for a birdie. Birdie. Ihr seht ja sehr ein relativ beruhigtes Green. Break nur ganz leicht nach links. Und der müsste passen. Oh, der könnte zu kurz gewesen sein. Ja, unverzogen. Come on! Unverzogen. To save par. Ja, natürlich. Par 9 under par for the tournament. Wenn ich übersteuert hätte nach links, wäre der auch gefallen. Aber ich habe eben den Putter falsch gehalten. Ja, und siehst du, so kannst du ja auch mit Putt-Preview, also mit Vorschau, there are no words that can describe the seventh at Pebble Beach. Zweimal putten musst. Von daher, ja, es hat halt, wie gesagt, auch keinen Schwierigkeitsgrad zum Einstellen, das Spiel. Das habe ich ja schon mal gesagt. This isn't where he wanted to hit it. Es ist ja natürlich ins Rough gefallen. Da kannst du spinnen so viel. This rough isn't awful, but anything can happen. So, also kleiner wie 33% geht nicht. Und? 10 under par for the tournament. Reingechippt mit einem Birdie, Freunde. Habt ihr das gesehen? Das war eine Maßnahme. Damit führen wir jetzt immer noch, natürlich, wie auch sonst, nach 7 Löchern mit absolutely crucial. So, und dann gehen wir mal auf Bahn 8 und schauen uns das mal an hier, was der da so zu bieten hat. Ja. Was willst du da machen? Da musst du fast ins Wasser spielen. Ja, bleibt doch aber schön auf dem Fairway liegen. Ist doch fein. Haben wir immerhin 191 Meter weit geschlagen, den Ball. Ist doch in Ordnung. So, und ich spiele mir mit einem leichten Draw. Und fünf Holes jetzt darüber. Okay, geht aufs Green. Ja, wir hätten nur ein bisschen näher an die Fahne legen können, aber so ist das. This for birdie. So ist das okay. Also wenn wir jetzt mit einem minus 11 hier rausgehen, bin ich sehr zufrieden. Ansonsten, ich werde aber auch ein paar nehmen, noch recht ruhig das Green. Von der Länge passt er. Ungefähr dahin, ein bisschen weiter noch. Und der geht vorbei. Aber nur knapp vorbei, also noch ungefähr 40 cm. Ja. 10 under par for the tournament. So, dann bleiben wir auf minus 10, ist doch okay. Und dann gehen wir jetzt schon, Freunde, zur letzten Bahn dieser Folge. Ja?
Und wie immer, wenn es euch gefällt, dürft ihr natürlich gerne meinen Kanal abonnieren. The ninth at Pebble Beach is perhaps the toughest hole on the course. Take aim at the left center of the fairway, hit it long, and beware the bunker on the left. There is a deep bunker gully left. Da bin ich immer für Themenvorschläge offen. Und natürlich ist konstruktive Kritik auch immer gern gesehen. Wenn ihr wollt, dass ich euren Kanal mal vorstelle während einem Let's Play, dann schreibt mir doch einfach in die Kommentare. Und dann machen wir das auch. So. Bahn Nummer 9 für heute. Die Frontline zumindest. Ja, und da das Fairway da so einen schönen Knick nach unten macht, rollt er auch noch ein gutes Stück. Und war damit 276 Meter weit. Das ist doch okay. Da kann man doch nicht meckern. Ein bisschen fest gewesen sein. Nee. War er eigentlich gar nicht. Geht schön aufs Grün. Grüne Regulation nach 3 Meter bis zur Fahne. Hier an der Küste, am Wasser, wo natürlich immer viel Wind ist, das ist klar. Das ist das Grün hier. Gucken wir mal, ob es passt. Für den Birdie und wenn ich 11 under for the tournament. Ich verabschiede mich mit diesem Birdie vom der ersten Hälfte des zweiten Turniertags von euch. Seid wieder dabei, wenn ihr auch die Back 9 erleben wollt, hier beim AT&T Pebble Beach National Pro-Am Turnier, wo wir auf dem ersten Platz liegen mit minus 11. Ich bin der Thorsten von Thor's Hammer Gaming. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und ich sag, macht's gut, Leute. Tschüss, bis dann.